Okay, was geht? Pass auf, ich muss ganz so leise machen, Antonia. Bitte sei mir nicht sauer, ja? Ja. Aber diese Strecke hier runter, meine Freunde, ist das Tor der Hölle. Denn hier haben sich Abdel und Tanzverbot damals gestritten. Und ich kann diese Gasse nie wieder betreten. In dem Wissen, dass es alles meine Schuld ist. Ich werde es nie vergessen. Ich werde niemals drüber hinwegkommen, Mist. Ja, mir fällt gerade auf, das war die weirdeste Blog-Anmoderation überhaupt, dass ich mich über diese Gasse... Es war wie ein Flashback, Leute. Ich bin vorbeigefahren, ich musste es einfach loswerden. Es war wie so ein Tunnel. Wir waren noch gerade kurz bei Antoni. Wir haben super viele Sachen heute von ihr erhalten. Ein Zelt, Schlafsäcke, Matratze, Gartenbesteck, wer ist es? Und wir wollen heute Abend ja campen gehen. Das wird auf jeden Fall ganz wild. Da hoffen wir doch drauf, dass das Wetter schön ist. Wir haben einen richtig schönen Spot. Antonia ist die Beste der Welt. Die kümmert sich auch gerade um unsere Lizenz. Jetzt geht es aber erstmal darum, mein Ohr wird jetzt gleich gecheckt. Wenn ich jetzt, dass ich noch Probleme im Ohr haben sollte, ey, ich kann nicht absaugen und so und bla bla bla, ich habe das Antibiotikum durchgenommen alles und es ist immer noch verstopft, da muss ich schauen, ob ich überhaupt am Montag fliegen kann oder ob ich tatsächlich ein Spenderohr bekomme. Da haben wir schon drüber gesprochen. Tobi hat gesagt, er würde seins hergeben. Stimmt und nicht. Von Julius kriege ich ja den rechten. Richtig? Dann habe ich ja gar keinen mehr. Das ist ja unfair. Hast du nur einen? Ja. Oh nein! Leute, wir sind beim Unge in der Garage und da ist Tesla von ihm, wo er hat gekauft mit den Bitcoin hat er gemacht. Viel Geld. Wir haben uns jetzt gerade hier noch ein paar Sachen abgeholt. Mein Ohr ist tatsächlich so gut wie frei. Das heißt, leider Gott, ich höre nichts mehr auf dem Ohr, jetzt wo du reingepustet hast. Danke für nichts. Das heißt, dem Campen steht eigentlich nichts im Wege und dem Flug... Ah. Den Flug am Montag auch nicht. Das ist sehr schade. Ich wäre noch gern länger hier geblieben, aber man kann nicht allen haben, oder? Wir finden es gerade dahin. Okay, also, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben ein ganz kleines Messer gekauft, zwei Taschenlampen und eine Luftmatratze. Wir nehmen einen Tisch mit dahin, keine Stühle, ist mega geil. Wir ziehen uns jetzt noch richtig viel Essen rein, weil wir können da kein Feuer machen. Das heißt, warmes Essen ist nicht. Das heißt, wir nehmen uns jetzt so Sandwiches mit Veggie-Nuggets. Dann machen wir einen Corona-Test und dann fahren wir rüber zum Grundstück. Wir gönnen es aber jetzt erstmal, räumen wir ein bisschen die Bude auf, weil es am Montag ja schon weitergeht. Ja! Guten Hunger. Moin! Also, folgendes. Wir haben uns jetzt gerade auf Corona testen lassen. Wir sind alle glücklicherweise negativ, das heißt, wir dürfen nach Deutschland zurück. Meinem Ohr geht soweit gut. Tobi und Elif sind aber nicht ganz fit, weil die irgendwie auch mit der Klimaanlage ein bisschen am Kränkeln gewesen sind. Deshalb bleiben die jetzt hier. Ich habe mir immer gesagt, Leute, for the content, wir machen es jetzt, wir fahren jetzt gemeinsam dahin. Max mit am Start, Julius mit dabei und wir können mittlerweile mit Max fließend Deutsch reden. Das ist mega nice, der Portugiese hat es komplett gelernt, Deutsch zu sprechen. Ich weiß noch nicht, warum er hat sich eben einfach ins Auto gesetzt, auch mit Corona testen lassen, fährt jetzt mit ins Campen. Es ist wirklich einfach nur noch weird. Ich habe von Unger eine Wegbeschreibung bekommen, die zeigen wir euch, wenn wir gleich da sind. Es ist absolut lost. Tobi, hau rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ne? Ciao. Ich werde sowas von die Bilder aufräumen. So, das Gute ist nämlich, wir sind genau um vor 19 Uhr. Oh mein Gott, wie viele Katzen. Das ist ein Hunde, Max. Nein. So, schaut mal nach vorne. Das hier ist ein sehr, sehr dichter Wald tatsächlich, in dem wir uns jetzt hier reinbewegen. Wir haben das Video von Fritz Meinecke gesehen. Es wirkte unbeholfen und chaotisch. Und genau das ist auch unsere Herangehensweise hier. Wir hoffen, dass wir jetzt mit Simons chaotischer Wegbeschreibung hier finden, wo wir hin müssen. Hört es euch gleich einfach an. Er sagt wirklich, ihr geht in die und die Richtung und immer, immer weiter. Und dann seid ihr irgendwann da und das ist falsch. Och Mann, Simon, du Wichser. Ich höre es mir nochmal an. Auf der linken Seite. Ja, das fährt uns vorbei. Auf der linken Seite eine... sowas wie eine alte Einfahrt seht. Police, oder? Da ging es früher runter für den Forstbetrieb. Da kann man das Auto parken, links neben der Straße quasi. Wenn ihr dann dort in eine Richtung geht, also weiter in die Richtung geht, da ist eine Stelle, wo Müll abgeladen wird, dann seid ihr falsch, müsst ihr an. Okay, wir suchen jetzt links nach der Einfahrt für den Forstweg. Der kam noch gerade von da. Und dann den Müll sehen. Und dann sind wir falsch. Das ist falsch. Da ist irgendwas da vorne. Ich meine, wir müssen auch sagen, wir sind halt hier mitten. Aber die glauben dir bestimmt, wenn du erzählst, dass ein Freund von dir hier ein Grundstück gekauft hat und du einfach jetzt hier random zelten willst. Es ist theoretisch ist es legal, ne? Hier, ja. Ist es das? Hier können wir auf jeden Fall parken. Aber da meinst du auch, wenn ihr da parkt und dann weiterläuft, dann seid ihr falsch. Also vielleicht sollen wir gar nicht erst hier parken. Okay, es ist wirklich geisteskrank kalt schon. Ich hab gar keinen Bock mehr. Wir bleiben nicht weit von der Straße entfernt. Jetzt ist aber erstmal die Frage, wie kalt wird es heute noch, weil es jetzt schon wirklich echt kühl ist. Das ist die abgeschlossen. Das ist die dümmste. Oh, ist das ein Weg runter? Au, Dornen, au! Oh, ich hab voll gefurzt, hat man das gehört? Au, au, au! Au, zieh raus, au, au! Ich habe den Furz gehört. Oh, guck mal meine Beine. Oh. Du hast die Abfolge umdrehen. Fritz Meinecke lacht jetzt schon. Ja, Bro, bis ganz runter kommen wir nicht, oder? Ja, das müssten wir eigentlich tun, glaube ich. Ja, willst du auf so übernachten? Na, aber da ist doch eine kleine Ebene. Guck mal da vorne. Da müssen wir mal hin. Komm.
Das hier ist nicht unbedingt eben und zu wenig Platz eigentlich. Man müsste halt ein bisschen Erde umschaufeln. Umschaufeln? Na ja. Was hältst du davon? Wir holen uns jetzt so ein richtig nices Luxushotel und schicken den morgen Bilder. Elif und Tobi. Sollen wir das machen? Ja. Naja, ich habe euch halt gesagt, dass der Wald, ihr kennt das vom Blitzvideo, ja? Der ist nicht so, ist kein Spaziergängerweg oder so, ja? Das ist schon, das ist halt ein Wald, der sich selbst überlassen ist, sag ich mal. Okay, in einer Stunde ist Sonnenuntergang. Stehen hier. Da oben ist die Straße. Wir haben von hier bis hier. 10 Minuten. Wir haben 10 Minuten von hier bis hier gebraucht. Wir haben nur ein Gepäckstück dabei. Unser Auto steht noch 10 Minuten in die Richtung. Simon hat gesagt, wir brauchen bis ins Tal noch 20 Minuten ja. Mit so einem Weg. Ja, und wir brauchen noch. Wir haben noch 3 Schlafsäcke, das Zelt. Rucksäcke, Wanderschuhe sind am Start auf jeden Fall. Wir sind so unvorbereitet. Ja. Eigentlich sind wir ja ganz gut vorbereitet, nur dumm. Lass mal das Zelt liegen, komm mal mit kurz. Wir müssen Sebastian davon überzeugen, dass wir... Jo. Jo. Wir müssen ihn überzeugen, dass wir ins Luxushotel müssen. Hallo. Wir kommen. Ja, wir kommen. So, das ist der einzige Standpunkt, den es hier gibt, wo man nicht rutscht. Kannst du mal ganz laut schreien? Das halt hier, glaube ich, voll geil. Da steht ein Bagger! Boah! Simon! Sind wir hier richtig? Hilfe! Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas Grundstück ist. Da ist Forstwirtschaft. Da drüben steht ein Bagger. Ich glaub, wir haben ihn enttarnt. Okay. Ich glaube, der nicht macht sein. Einfach auf Öko und sagt so, yo, ich will den Wald erhalten und der Hals ist alles ab, der Weg. Der ist bestimmt auch Fleisch. Junge, safe. Der ist halt deutlich größer als diese Fläche hier. Wir müssen den Baum da wegmachen und ein ganzes Gestrüpp hier, ne? Den Baum? Ja. Ey, ihr seid komplett falsch gelaufen. Wo seid ihr da? Okay, ihr seid falsch gelaufen. Ihr seid falsch gelaufen. Oh mein Gott, wir sind an einer ganz... Sind wir an einer... Ich weiß nicht, wo ihr lang gegangen seid. Oh Mann. Also, ich meine, jetzt sind wir hier runtergekraxelt. Von ganz oben. Man sieht die Straße nicht mal mehr. Unser Zelt liegt irgendwo da oben. Unser Auto ist sau weit weg. Wir sind nicht mal mehr auf Simons Grundstück. Wie weit sind wir jetzt gelaufen bis hier? Halbe Stunde? Ja, ungefähr. Und das in die komplett falsche Richtung. Weil er eine Beschreibung gegeben hat. Ich hab richtig Bock auf so. Was ist, wenn wir das verlassene Haus von Simon fahren? Das wäre cool, oder? Hättet ihr darauf Bock? Ist das einsturzgefährdet? Einsturz, sag ich mal. Also, die Zeit rennt uns davon. Wir können jetzt aufgeben und in die Villa zurückfahren. Und so tun, als wäre das alles nicht passiert. Das machen wir nicht. Wir könnten in ein Hotel fahren, was sau viele Sterne hat. Bin ich schon ein bisschen für. Option Nummer 3. Und da bin ich großer Fan von. Wir fahren jetzt in das... Simon hat ein kleines Grundstück. Da ist ein Haus, da steht seit 20 Jahren leer. Da bellen die ganze Zeit Hunde. Da bellen die ganze Zeit Hunde. Das ist Straßenhunde, das ist einsturzgefährdet. Aber wenn wir in dem Haus unser Zelt aufbauen... Dann sind wir ja safe und kriegen gar nicht erst mit, wenn es bröckelt. Ich glaube, da passiert nichts. Hast du schon mal geschnitzt? Ja. Du noch nicht? Doch, deswegen frage ich ja. Wir gehen jetzt zurück. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Fußmarsch vor uns. Wir sind komplett exhausted jetzt schon. Wir müssen in die Ruine. 20 Minuten später, wir haben es geschafft. Wir sind wieder fast oben an der Straße, haben unser Zelt wieder gefunden. Wir fahren jetzt in die Ruine, Leute. Simon sagt, die Ruine ist Einsturzgefahr und dann hat er folgendes Memo geschickt. Ich glaube, auf den können wir sicher verlassen. Der ist irre. Durchgedreht. Der ist komplett. Wir brauchen jetzt aus dem Auto 5 Minuten vielleicht. Wir fahren da jetzt hin, gucken das an. Und wenn das nicht ist, dann bleibt Option 2 und wir fahren in ein Hotel. Und wenn das nicht geht, dann kommen wir einfach zurück angekrochen. Dann geht's auch in die Ruine, oder? Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Wir lassen sich unterbekommen. Let's go. Wir sind solche Loser. Hey. Wir sind jetzt in dieser Ruine, Leute. Es ist wirklich komplett wack. Diese Taschenlampe ist komplett beschissen. Unsere Kameraakkus sind fast leer. Das heißt, wir können nicht mehr den ISO vernünftig hochdrehen. Es ist absolut bekackt alles. Aber wir haben unseren Stock und unser Messer, Digga. Wir sind verteidigungsbereit. Pass auf, wir haben das Zelt aufgebaut. Wir können euch mal ganz kurz zeigen. Luftmatratzen und sowas haben wir nicht drin. Wir müssen hier nur noch die Treppe runter. Wir haben jetzt außerhalb dieser Ruine campen wir jetzt quasi. Ja, wir können halt nicht reingehen. So, das heißt, ja. Simon halt meint, das wäre übergefährlich. Ja. Wir haben halt hier auf jeden Fall mehr als genug Platz. So, wir haben noch die Schlafsäcke draußen liegen. Das Zelt ist echt krass. Das musste man einfach nur aufpumpen. Es war über der Akt. Und ich würde sagen, wir noch drauf. Wir bauen jetzt hier auch nichts mehr aus, sondern wir gehen jetzt mal gleich zusammen in die Ruine rein und erforschen die ein bisschen, oder? Oh ja, let's go, auf geht's.
Okay, pass auf, wir sind jetzt drin, Leute. Ich habe so eine richtige Billo-Taschenlampe, mit der man so drehen muss. Hier sind überall noch so alte Farben und sowas. Aber to be honest, Simon hat gesagt, das ist irgendwie 20 Jahre verlassen. Das sieht man hier auch in diesen ganzen Sachen so. Teak, Oil, das ist alles so verrostet und so. Alles so komplett im Eimer. Überalte Sachen, Cola de Contacto. Oh mein Gott, hast du das gehört? Halt's voll. Das war ein bisschen dumpfer. Ja, Bro, das mit den Straßen. Psch, psch, psch. Lass mal raus. Okay, Leute, wir sind jetzt drin. Hier sind noch so die überalten Möbel. Und hier liegen so... Hier liegen so richtig weirde Sachen. Hier ist sogar noch so ein Tool. Hey, hört ihr das? Was ist das? Ist das eine... Das klingt wie eine fucking Wasserleitung oder sowas. Digga, das ist überweird. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Let's go. Okay, sollen wir reingehen? Hast du Bock? Ja, lass rein. Ich hab Überschiss. Okay, let's go. Überwiegend hier. So ganz alte Schränke und sowas. Und das ist ja noch vollkommen möbliert zum Teil hier. Sieht noch aus, als wäre hier noch jemand einfach. Oh mein Gott. Ja! What the f***? Hä? Bro? Hä? Was machst du hier? Ich schlafe. Hä, bist du dumm? Du kannst dich einfach ins Bett legen. Was wollte ich hier? Bist du dumm? Kannst du hier bitte mein Haus verlassen? Hallo, was machst du hier? What the f***? Ey, ich rufe die Polizei, was soll das? Okay, hier ist irgendwie Wohnzimmer oder sowas gewesen. What the f***? What the f***? Lass mich mal mit dem Stock. Hä? What the f***? Lass mich mal. What the f***? Was soll das denn? Tobi? Was soll das denn mit dem Stock? Tobi! Was soll das mit dem Stock? Tobi? Hä? What the f***? Hey! Okay, das ist wirklich mega weird hier alles. Das ist über weird einfach. What the f***? Hier ist so ein... Max! Bro, hier ist ein Kühlschrank. Mach mal auf. Oh mein Gott, das sind Trauben. Hä, ist das ein Eisspender? Warte mal. Alter, der Kühlschrank ist noch voll. Oh der mein Gott. Hä, hey, das sind Gurken. Ey, das nenne ich mal Glamping. Wir haben dieses Zelt aufgebaut in unserem Garten, weil wir Loser sind, weil wir es nicht geschafft haben. Wir sind... Mach kurz das Licht an, Bro. Ganz kurzer Realtour. Wir haben wirklich überlegt, was wir machen. Wir haben noch sogar versucht, das Hotel zu buchen und alles. Und wir wollten echt noch zur Ruine hin. Aber das Ding ist, A, haben wir sie nicht gefunden und B, war sie wirklich tatsächlich einschussgefährdet. Und haben dann gesagt, ja, sch*** drauf. Das in dem Wald war ein Giga-Fail. Aber ich dachte jetzt so zum Ende hin, ja, haben wir jetzt... Ja, Mann, wir haben reingeschickt. Jetzt wieder in unserer Sch*** wir haben das Beste draus gemacht. Wir sind einfach in unserer Scheiß-Villa wieder. Wir sind einfach in unserer Scheiß. Und dann das Zelt! Das Schlimmste ist, wir müssen das Zelt wieder abbauen. Mann, was sind wir für gottverdammte Versager? Was sind wir verdammte... Mann! Ey, Fritz Meinecke ist so sauer auf uns, ist der. Ich sag's euch, in einem Monat bin ich spätestens... Nicht pieksen. In einem Monat bin ich spätestens wieder hier und ich werde in diesem Scheiß... Wald mit Fritz Meinecke pennen. Dein Scheiß Grundstück, Unge. Wir haben herausgefunden, was da los ist. Wir wissen, was du versteckst. Wir haben den Schatz gefunden. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.